Fragen wir doch unseren Hauptstadtkorrespondenten Gerd-Joachim von Fallor. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Sie haben den Mann gehört, der Kanzler werden will, und den Mann, der sagt, er verzichtet darauf, das zu wollen. Und Sie haben natürlich den amtierenden Kanzler gehört. Wie beurteilen Sie danach dieses Kräftemessen? Ja, das war ein interessanter Mittag heute im Deutschen Bundestag. Sie haben die Herren ja angesprochen. Fangen wir beim Bundeskanzler an. Man hatte doch ein bisschen erwartet, dass er ein wenig mehr Demut zeigt als in seinen letzten öffentlichen Auftritten, zum Beispiel bei Karin Mioska. Das wurde ihm hinterher auch aus den eigenen Reihen angekreidet. Nach diesem Wutauftritt im Kanzleramt vor einer Woche hat er heute einfach nochmal lapidar dargestellt, dass es nicht anders ging, als Christian Lindner zu entlassen. Er hat gleich in einem übernächsten Satz ungefähr die Union mit eingebunden, einige Gesetze genannt, die doch selbstverständlich jetzt noch verabschiedet werden müssten. Da könne doch die Union gar nicht Nein sagen. Und er hat an ein, zwei Stellen noch einmal hinterher gesagt, also er werde das als Bundeskanzler so nicht zulassen. Offensichtlich fehlt Olaf Scholz die Erkenntnis, dass er über keinerlei Mehrheiten mehr im Deutschen Bundestag verfügt. Und Friedrich Merz hat ihm das auch ganz deutlich gesagt. In seiner Antwort auf die Rede des Bundeskanzlers hat Merz gesagt, Sie können hier gar keine Bedingungen stellen, Sie haben keine Mehrheit. Und Merz hat auch gesagt, dass er schuld sei an der Spaltung des Landes und keine Führungskraft habe, er, Olaf Scholz. Ja, und Markus Söder, er ist ja Ministerpräsident in Bayern, nicht nur CSU-Vorsitzender, deswegen hat er auch Rederecht im Deutschen Bundestag, was er ja das erste Mal jetzt wahrgenommen hat. Markus Söder hielt auch eine recht flockige Rede, wie man es von ihm kennt, die gipfelte darin, dass er nochmal auf die Mioska-Sendung rekruierte, in der der Bundeskanzler sich ja für cooler als Friedrich Merz gehalten hat. Und Söder hat gesagt, ich kenne keinen, der uncooler ist als Sie, lieber Herr Bundeskanzler, wörtliches Zitat. Und im weiteren Verlauf seiner Rede hat er noch den Rücktritt von Robert Habeck gefordert, an dem er sich sehr abgearbeitet hat. Aber das ist ja nichts Neues. Markus Söder arbeitet sich gern mal an den Bündnisgrünen ab. Was hat der Oppositionsführer Merz dem Kanzler denn inhaltlich vorgeworfen? Na, er hat halt gesagt, dass der Kanzler Parteipolitik über das Wohl des Landes stellt. Das hätte man auch an diesem Abend im Kanzleramt gesehen. Und in der Tat muss man sich ja fragen, weswegen dem Bundeskanzler da die Sicherungen durchgebrannt sind. Sicherlich ist es nicht einfach gewesen, mit Christian Lindner zu ringen, aber er ist der Bundeskanzler. Er hätte einfach die divergierenden Enden nochmal zusammenknüpfen müssen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass Robert Habeck nach diesem denkwürdigen Abend gesagt hat, das wäre alles gar nicht nötig gewesen. Er, Habeck, habe ja einen Vorschlag vorgelegt für den Haushalt. Der wäre auch ohne neue Schulden ausgekommen. Aber der Bundeskanzler jedenfalls hat auch heute noch mal begründet, dass das so nicht ginge. Zum Wohle des Landes müsse man selbstverständlich mehr Geld aufnehmen. Und drei Viertel seiner Rede war eine reine Wahlkampfrede, wo er noch mal dargestellt hat, dass er der Friedenskanzler ist, der selbstverständlich niemals Waffen liefern würde an die Ukraine, die zum Beispiel Russland angreifen könnte. Und dass er das Wohl und das soziale Wohl der Menschen einschließlich der Rente immer verteidigen würde gegen alle anderen. Scholz hat sein Handeln und auch die Entlassung von Finanzminister Lindner ja strikt verteidigt und ist absolut dabei geblieben. Was hat er denn inhaltlich für diese Übergangszeit jetzt vorgeschlagen? Was möchte er denn noch durchbringen? Ja, Scholz hat mehrere Gesetze genannt. Da muss ich gerade mal runtergucken. Die kalte Progression zum Beispiel, die Wachstumsinitiative, die ja schon vorliegt. 40 Einzelmaßnahmen sind aber noch nicht verabschiedet, eben zur Belebung der deutschen Industrie. Das Kindergeld und natürlich der Schutz des Bundesverfassungsgerichts. Und nur das Letzte, das hat schon der Oppositionschef angekündigt, Friedrich Merz, wird man nach der Vertrauensfrage des Bundeskanzlers nach dem 16. Dezember gemeinsam verabschieden. Da hatte man sich ja schon geeinigt, der Schutz des Bundesverfassungsgerichtes, der hat auch einen Vorteil gegenüber den anderen drei Gesetzgebungen, die ich gerade nannte, er kostet kein Geld. Denn Stefan Weil, der Ministerpräsident von Niedersachsen, der heute auch im Deutschen Bundestag redete, er hatte gesagt, also jetzt wollen wir uns mal alle nicht so anstellen. Natürlich muss sowas kommen, genauso wie das Deutschland-Ticket. Und wenn man das fiskalisch nicht anders verrechnen kann, soll man doch Geld aus diesem Jahr nehmen. Aber da hat Stefan Weil, glaube ich, die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Herr Kukies, der neue Finanzminister, hat gerade mitgeteilt, dass der Nachtragshaushalt 2014, der gleich
hier im Bundestag zurückverwiesen wird an den Haushaltsausschuss und damit faktisch tot ist, weil weil FDP und CDU, CSU ihn nicht mittragen. Kukis hat gesagt, das ist zwar bedauerlich, aber das sind immerhin 14 Milliarden. Das ist bedauerlich, aber ich habe ja auch noch die Intel-Milliarden. Ich komme damit schon irgendwie hin. Aber Geld für das nächste Jahr bleibt nicht übrig. Und da sehen wir das ganze Problem. Der Sozialdemokrat Scholz tut so, als wenn jetzt als Reservespieler quasi die Union mal eben einspringen muss für wahnsinnig wichtige Gesetze aus seiner Sicht. Die sind ja auch wichtig, aber es ist kein Geld da. Und das hat Friedrich Merz ihm ganz klar gesagt. Bei sowas können wir nicht mitmachen. Wir müssen jetzt schnell wählen. Wir brauchen schnell neue Mehrheiten in Deutschland, damit wir diese Dinge dann auch richtig ordnungsgemäß erledigen können. Vielen Dank für den Augenblick, Gerd Joachim von Fallauer.